Du möchtest jemandem erklären, wie eine App funktioniert. Oder du willst ein Let's Play-Video machen von einem Spiel auf deinem Smartphone. Das machst du mit einer Bildschirmaufnahme. Und wie das geht, zeigen wir dir in diesem Video. Starten wir mit Android. Hier öffne ich meine Schnelleinstellungen und wähle hier die Option Bildrekorder. Jetzt kann ich entscheiden, was genau ich mit dem Mikrofon aufnehmen möchte, und ich möchte gerne sowohl die Töne des Smartphones als auch das, was ich sage, aufnehmen. Und jetzt nach dem Countdown kann ich alles, was auf dem Bildschirm passiert, zeigen und kommentieren. Zum Beispiel die Corona-Warn-App. Und das Tolle hier bei Android ist, ich kann auch noch in diesem Menü hier oben einen Stift auswählen und während die Bildschirmaufnahme läuft, Sachen markieren. Hier oben kann ich auch die Aufnahme pausieren und beenden. Das Video wird mir jetzt als Clip in der ganz normalen Fotogalerie gespeichert. Was mache ich aber mit einem älteren Android-Gerät? Da habe ich diese automatische Bildschirmaufnahme in den Schnelleinstellungen nämlich noch nicht drin. Da muss ich mir zunächst eine zusätzliche App herunterladen. Also gehe ich in den Play Store und lade die App herunter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir empfehlen die App AZ Screen Recorder. Die wird jetzt installiert. Wir erteilen der App Erlaubnisse, damit sie vernünftig funktioniert. Und so sieht die App aus. Und hier bin ich jetzt in der App drin und tippe auf das Kamerasymbol. Es beginnt ein Countdown, 3, 2, 1 und jetzt wird wieder alles, was auf dem Bildschirm passiert, aufgenommen. Ich kann also zum Beispiel ein Spiel spielen und ein Let's Play Video davon aufnehmen. Wie beende ich diese Aufnahme? Ich wische vom oberen Bildschirmrand runter und habe dann die Möglichkeit, die Aufnahme zu pausieren und danach weiterzumachen. Oder ich beende die Aufnahme komplett. Wenn wir die Aufnahme beenden, wird auch dieses Video automatisch in unserer Galerie gespeichert und da finden wir die Bildschirmaufnahme dann als Videoclip. Bei einem Mobilgerät von Apple finden wir die Bildschirmaufnahme im Kontrollzentrum. Das öffnen wir, indem wir oben rechts nach unten wischen oder auf einem iPhone von unten nach oben. Die Bildschirmaufnahme, das ist dieser Punkt mit dem Kreis drumherum. Wenn ich da kurz drauf tippse, geht die Bildschirmaufnahme sofort los. Ich drücke jetzt aber mal länger drauf, weil ich das Mikrofon noch einschalten möchte. Und nach einem Countdown geht auch hier die Bildschirmaufnahme los und alles, was jetzt hier passiert, ich zeige zum Beispiel mal die App TopShot, wird aufgenommen. Hier oben bei diesem roten Symbol sehe ich, dass die Aufnahme gerade läuft. Hier tippe ich jetzt drauf, wenn ich die Aufnahme beenden möchte. Stoppen und damit wird auch diese Aufnahme automatisch als Video in meiner Fotobibliothek gespeichert. Hier ist die Aufnahme. Was, wenn ich jetzt diese Bildschirmaufnahmenfunktion gar nicht in meinem Kontrollzentrum finde? Dann müssen wir sie uns noch einstellen in den Einstellungen und zwar beim Menüpunkt Kontrollzentrum. Da wiederum bei Steuerelemente anpassen und hier sehen wir alle Funktionen, die wir in unser Kontrollzentrum integriert haben
und unten können wir uns weitere Befehle mit einem Plus in diese Schnellauswahl hinzuholen. Jetzt weißt du, wie das mit der Bildschirmaufnahme geht auf verschiedenen Geräten. Damit kannst du super schnell ein einfaches Erklärvideo produzieren oder ein Let's Play-Video aufnehmen. Viel Spaß dabei!